Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Pauline Diebenbusch, ich bin Juniorenmitglied des Freundes- und Förderkreises des Deutschen Museums und heute habe ich mir den Felix eingeladen. Hallo Felix. Hallo Pauline. Was machen wir heute? Na, du hast doch bestimmt ein Smartphone, oder? Bis vor kurzem hatte ich eins. Ich verstehe, Handyentzug. Dann zeige ich dir einfach mal meins, aber du weißt ja, wie so ein Handy aussieht. Und zwar ist das ein Handy, aber eigentlich auch ein Computer. Und zwar ein moderner aus der heutigen Zeit. Eigentlich ist er auch viel kleiner als das Handy an sich. Also er wäre wahrscheinlich nur so groß. Der Rest ist nur da, weil die Leute heutzutage große Bildschirme haben wollen und die Akkus ja auch Platz brauchen. Und im Gegensatz zu diesem kleinen Computer möchte ich dir jetzt diesen großen Computer hinter uns zeigen. Und zwar ist das der erste funktionsfähige, programmgesteuerte Computer, der digital funktionierte. Und zwar ist es die Z3. Wow, der allererste Computer? Ja, da hast du ganz recht. Das hier ist leider nur ein Nachbau. Wobei eigentlich nicht leider, sondern glücklicherweise, weil das Original gibt es leider nicht mehr. Das wurde 1944 im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff in Berlin zerstört. Der ist ja aus Holz. Und warum überhaupt Z3? Gab es davor schon eine Z1 und eine Z2? Ja, da hast du ganz recht. Das ist der dritte Computer. Und das Z steht für Zuse, für Konrad Zuse. Er war der Erfinder und auch der Erbauer dieses Computers. Aber meine Frage an dich. Wenn du jetzt so etwas Großes wie diesen Computer bauen würdest, wo würdest du das machen? Vielleicht in einer Firma oder Fabrik. Wieso fragst du? Bauen wir jetzt einen Computer? Nein, das kann ich leider nicht. Ich habe dich nur gefragt, weil ich wissen wollte, was du jetzt sagst, wenn ich dir erzähle, dass er das im Wohnzimmer seiner Eltern gebaut hat. Was? Wo? Im Wohnzimmer? Echt jetzt? Da wäre meine Mutter aber nicht begeistert gewesen. Ich glaube auch, dass die Eltern von Zuse nicht so begeistert waren, aber ich glaube, irgendwann haben sie erkannt, was ihr Sohn da eigentlich gerade baut und haben sich damit dann arrangiert und ihn auch unterstützt. Und was ich ganz toll finde, ist, dass Zuse fürs Deutsche Museum 1962 diesen Computer noch einmal nachgebaut hat. So Felix, dann lass uns doch die Z3 mal ein bisschen genauer anschauen. Was meinst du denn? Was gehört alles zu so einem Computer dazu? Naja, also Tastatur, Monitor, Computer und das Kabel zum Strom. Ja, wow, da hast du ganz recht. Und was meinst du, wo ist denn hier der Monitor? Vielleicht das hier? Ja, schon wieder richtig. Und du hast recht, im Prinzip ist das der Monitor. Es ist eigentlich aber nur eine Platte mit runden und länglichen Löchern. Und das zum Beispiel ist die Tastatur. Die besteht eigentlich nur aus 4 Reihen mit Druckknöpfen. Ja, das sind ja auch die Zahlen von 0 bis 9. Dann irgendwelche Pfeile, mal, plus, geteilt und die Quadratwurzel. Aber wo sind denn überhaupt die Buchstaben und was ist der Computer? Das hier hinter uns, diese beiden Schränke, das ist im Prinzip der Computer. Hä? Was sind denn das für Teile? Ja, also der Computer besteht aus vielen großen und kleinen elektromechanischen Relais. Und in diesem Schrank hier ist der Speicher. Und die Z3 hatte 64 Speicherplätze mit 22 Zeichen. Der Nachbau hier hat jetzt nur 32 Speicherplätze mit auch 22 Zeichen. Jedes Speicher ist ein Speicherplatz. Und oben war ein Wählwerk und damit konnten die Speicherplätze angesteuert werden. So ein großes Teil und so wenig Speicherplatz? Ja, damals gab es eben nur elektromechanische Relais und deswegen konnte Zuse auch nur diese verwenden, um seinen Computer zu bauen. Und schau, hier im zweiten Schrank ist der eigentliche Computer untergebracht, die CPU. Und dort unten siehst du eine Welle, die sogenannte Taktsteuerung. Die hat sich 5,3 Mal in der Sekunde gedreht und bei jeder Drehung wurden die Relais angesteuert. Also Felix, das hier ist etwas ganz Besonderes. Damit kann man nämlich programmieren. Ah, cool. Und wie funktioniert die Z3? Naja, die Z3 funktioniert im Prinzip wie ein Taschenrechner. Also du kannst mit ihr programmieren und aber auch rechnen. Lass uns mit dem Rechnen anfangen. Du hast in der Schule ja mit dem Zehnersystem gelernt zu rechnen, also mit den Zahlen von 0 bis 9. Kennst du denn auch das Binärsystem? Ich glaube, das sind eben nur 2 Zahlen. So viel ich weiß, nur die 0 und die 1. Ja, ganz richtig. Und Zuse hat für den Computer genau dieses Binärsystem verwendet. Wie du gesagt hast, nur die Zahlen 0 und 1. Und im Prinzip kann man mit dem Binärsystem ja auch genauso rechnen wie mit dem Zehnersystem. In den heutigen Computern wird doch immer noch das Binärsystem verwendet. Ja, da hast du ganz recht. Und zwar, weil es sich auch so gut anbietet. Man braucht nämlich nur 2 Zustände dafür. Strom an oder aus oder wie hier eben Schalter an oder aus.
Und das Gute daran war aber, dass der damalige Bediener die Zahlen nicht im Binärsystem eingeben musste, sondern ganz normal das Zehnersystem verwenden konnte. Man hat dann auf eine Pfeiltaste gedrückt, die Zahl wurde in den Computer transferiert und dabei machte es klack, klack. Warum klack, klack? Das klack, klack kam von den Relais. Die Zahl, die man eingegeben hat, wurde im Computer ins Binärsystem umgewandelt. Und dann musste man einfach noch eine zweite Zahl eingeben, den Knopf drücken und es machte wieder klack, klack. Und dann muss man natürlich noch eine der vier Grundrechenarten wählen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Multiplikation nimmt, wählen wir natürlich die entsprechende Taste, drücken die, was macht klack, klack und das Ergebnis war da. Was meinst du denn, wo man das dann sehen konnte? Ich kann hier nichts erkennen. Also, um das Ergebnis dann letztendlich im Zehnersystem zu sehen, musste man auf diesen Knopf drücken und hinter der Tafel sind dann die Lämpchen angegangen, die entsprechende Zahl erleuchtet haben. Und dann musste man das Ergebnis einfach nur noch abschreiben. Abschreiben? Ganz und umständlich. Und wie funktioniert die Programmierung? Jetzt wird es erst richtig interessant, denn Zuse hat für die Programmierung alte Filmstreifen verwendet. Hä? Warum denn Filmstreifen? Warum keine Programmiersprache? Sowas lernen wir doch sogar in der Schule. Ja, also zu deiner ersten Frage, er hat Filmstreifen verwendet, weil das einfach damals am billigsten war und weil das Material auch sehr stabil war. Und zu der zweiten Frage, warum er keine Programmiersprache verwendet hat, ganz einfach aus dem Grund, weil es die damals noch nicht gab. Also musste Zuse sich irgendwie sein eigenes Programmiersystem einfallen lassen und anstatt den Lochstreifen, die man eigentlich hier eingeführt hat, hat er eben alte Filmstreifen verwendet und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man sogar noch alte Filmszenen darauf. Also die Programmierung erfolgte mittels eines achtstelligen Codes und man hat die Tasten verwendet, um in den Filmstreifen Löcher zu machen. Und wenn ein Loch da war, repräsentierte es die 1 und wenn kein Loch da war, war es eine 0. Mit diesem Handrad drehte man ein Stück weiter, um den nächsten Code zu stanzen und wenn alles fertig war, legte man den Streifen in das Lesegerät. Der Schalter wurde umgelegt und im nächsten Moment kam ein Taster von unten, um zu erkennen, ob es ein Loch gab. Und parallel machte es wieder klack, klack, klack. Und dann musste man nur noch die Zahlen, so wie ich sie dir vorher gezeigt habe, eingeben und das Ergebnis war da. Die Multiplikation zum Beispiel brauchte 3 Sekunden, bis sie fertig war. Findest du es nicht auch total faszinierend, wenn man den Unterschied sieht, wie Computer früher aussahen und wie sie heute aussehen? Ja, total. Hat Konrad Zuse auch noch andere Computer gemacht, um die Entwicklung vorzutreiben? Er hat 1942 angefangen, die Z4 zu bauen. Sie wurde kurz vor Ende des Weltkrieges fertig und von 1950 bis 1955 war sie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Und wenn du einmal um die Ecke schaust, da steht sie nämlich. Wir wollen aber ja noch nicht zu viel verraten. Also kommt am besten selber ins Museum und schaut euch alles an. Ja, ganz richtig. Und vielleicht entdeckt ihr ja auch ein paar Unterschiede von der Z3 zur Z4. Und genau, wir freuen uns natürlich, wenn wir euch hier im Museum begrüßen dürfen. Ansonsten gerne auch hier auf unserem YouTube-Kanal. Und bis dahin macht's gut und vor allem bleibt neugierig.